rufe auf den Tagesordnungspunkt 76, Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD. Kurzarbeit hilft vielen hessischen Beschäftigten, 203741 und den Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, Top 92, 203776. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Decke. Bitte sehr, Wolfgang. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn es in der Corona-Krise ein wirksames Mittel gegen Firmenzusammenbrüche und damit gegen Massenarbeitslosigkeit gibt, dann ist dies zweifellos das Instrument der Kurzarbeit und des Kurzarbeitergeldes. Und wir sind froh, dass der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und unser Finanzminister Olaf Scholz diese Verlängerung in der Koalition auch durchgesetzt haben. Und Sie haben sich damit, meine Damen und Herren, Sie haben sich damit demonstrativ an die Seite der Beschäftigten gestellt. Genau das darf ich heute auch für meine SPD-Landtagsfraktion tun, mit aller Klarheit und Deutlichkeit, meine Damen und Herren. Giovanni Trapattoni, allseits bekannter Trainer, hat mal gefragt, was erlaube Strunz? Ich frage heute, was erlaube Friedrich Merz? Was hat denn den CDU-Kandidaten geritten, solch abstruse und geradezu zynische Bemerkungen zu machen? Und die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was er gesagt hat, Herr Präsident, ich darf zitieren. Es gewöhnen sich relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Und er hat weiter ausgeführt, und er sei skeptisch, dass die aus seiner Sicht sehr lange Verlängerung des Kurzarbeitergeldes falsche Signale sendet. Ich sage Ihnen, das haut dem fast die Krone ins Gesicht. Weiß der CDU-Kandidat eigentlich, was im Lande los ist? Weiß er, dass sich Millionen Menschen im Lande Sorgen machen, weil sie nicht wissen, ob sie in den nächsten 12 Monaten noch ihre Miete, ihre Kredite, ihre Versicherungen und sonstige Dinge bezahlen können? Weiß er, dass derzeit von Millionen von Haushalten wegen der Krise weniger Geld haben? Und weil sie arbeitslos sind, weil sie eben in Kurzarbeit sind. Und will der ehemalige BlackRock-Manager denen, die sich und ihre Betriebe mit Kurzarbeit über diese Krise retten können, jetzt dieses lebenswichtige Instrument auch nehmen? Das kann es doch wohl nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und normalerweise machen einen solche Äußerungen fassungslos. Aber wer mich kennt, weiß, Fassungslosigkeit hilft nichts. Da muss man gegenhalten, und das tun wir heute an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit, meine Damen und Herren. Bundesarbeitsminister Heil hat in seiner Reaktion auf diese aus meiner Sicht und aus unserer Sicht völlig daneben liegenden Äußerungen die Dinge auf den Punkt gebracht. Ich darf auch hier zitieren. Mit Kurzarbeit sichern wir Millionen von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise und stabilisieren die gesamtwirtschaftliche Lage. Und dieser Mann hat entweder keine Ahnung oder ist sozial zynisch oder beides. Meine Damen und Herren, dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen. Wären da nicht immer wiederkehrende Versuche bestimmter politischer Kreise und Institutionen, die Lage für bestimmte Zwecke zu nutzen? Ich führe zwei Beispiele an. Mitten in der Krise hat z.B. der Verband der hessischen Unternehmer angesichts der Corona-Krise erneut und dieser Tage auch wieder die Lockerung des Arbeitszeitgesetzes, die Erleichterung von Zeitarbeit, die Beibehaltung von Befristungen und eine Pause bei dem EU-Entsenderecht gefordert. Und der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU hat noch eins draufgesetzt und hat gar die Aussetzung der Mindestlohnerhöhung oder gar die Absenkung des Mindestlohns gefordert. Und da passt die Denke des Kandidaten Merz eigentlich voll in dieses durchsichtige Konzept. Nein, meine Damen und Herren, ich sage deutlich für meine Fraktion, in der Krise darf es keine einseitige Belastung von Beschäftigten geben. Und wir lassen nicht zu, dass die Corona-Krise einseitig auf dem Rücken der Beschäftigten und ihrer Familien ausgetragen wird. Und wissen Sie, warum wir das nicht zulassen? Weil wir nämlich nicht erst seit gestern und während der Krise schon auch davor sehr viel unterwegs waren und uns die leidenden Branchen, die Beschäftigten und die Betriebe angeschaut haben. Und gemeinsam mit unserer Vorsitzenden Nancy Faeser und allen Fraktionskollegen, Fraktionskollegen sind wir überall unterwegs, um uns die Probleme vor Ort anzuhören und
vor allem die Beschäftigten zu unterstützen, Lufthansa, Karstadt, Condi, beim Handel, bei Touristik- und Busunternehmen, bei der Veranstaltungsbranche. Und wir sind bei Betrieben, die unter der Krise leiden und gleichzeitig einen gewaltigen Transformationsprozess vor sich haben oder gar von Abwicklungsprozessen bedroht sind. Ich sage Volkswagen, ich sage Opel, Bombardier, Continental und General Electric und etliche mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will an der Stelle auch noch anfügen, bei all unseren Unternehmungen vor Ort und wo wir gewesen sind, haben wir überraschend wenig Vertreterinnen und Vertreter, gerade der Regierungsfraktionen, gesehen. Das darf ein nachdenklich stimmen. Und deswegen sage ich sehr deutlich, aber genau darum geht es, vielen betroffenen hessischen Beschäftigten brauchen ein deutliches Signal in schweren Zeiten und stärker konkrete Hilfen, nicht nur durch Kurzarbeitergeld, selbstverständlich, aber auch nicht ohne Kurzarbeitergeld, meine Damen und Herren. Und den Skeptikern, Herr Präsident, ich darf zum Schluss kommen, und den Skeptikern, sollte es in diesem Haus noch welche geben, rufe ich zu, lesen Sie sich mal den Kommentaren der Süddeutschen Zeitung von gestern vor, der titelt: Trotz Corona-Krise sinkt die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder. Die Bundesregierung ist zu verdanken, dass es nicht zum Jobdrama gekommen ist, des Rätsels Lösung, die Kurzarbeit, meine Damen und Herren. Ich empfehle die Lektüre des klugen Kommentars und verweise auf unseren Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Wolfgang Decke. Nächster Redner ist der Kollege Erich Heidkamp, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Herr Friedrich Merz, immerhin potenzieller Kanzlerkandidat der CDU, verwechselt offensichtlich die Themen Kurzarbeit und bedingungsloses Grundeinkommen. So weit kann es kommen, wenn man zu lange für BlackRock gearbeitet hat. Im anderen Lager hatten die Sozialisten in Frankreich vor Jahren die brillante Eingebung, dass man die Arbeitslosigkeit vermindern könne, wenn man die vorhandene Menge Arbeit auf alle Arbeitnehmer gleich verteilen würde. Die Einführung der 35-Stunden-Woche war ein wesentlicher Beitrag zur Deindustrialisierung Frankreichs. Die Rechnung wird uns heute in Brüssel präsentiert. Das Modell der Kurzarbeit hat mit beiden Überlegungen nichts zu tun, nichts gemeinsam. Es ist vielmehr der Versuch, im Falle plötzlich auftretender wirtschaftlicher Probleme für eine überschaubare Zeit – wir sind da voll auf Ihrer Linie – Strukturen aufrechtzuerhalten im Interesse der Unternehmen wie der dort Beschäftigten. In Deutschland wird das Kurzarbeitergeld übrigens aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung finanziert. Es handelt sich also um ein angespartes, limitiertes Guthaben. Das schränkt die Anwendung von vornherein ein bei einer massiven, über viele Bereiche hereinbrechenden Krise. Man sollte die Idee der Erhöhung des Kurzarbeitergeldes in einer solchen Krise trennen von der Notwendigkeit der Verlängerung. Da die Polster der Arbeitslosenversicherung inzwischen schon aufgebraucht sind, wird jede Verlängerung oder jede Erhöhung aus Steuern oder zusätzlicher Verschuldung bezahlt werden müssen. Forderungen der LINKEN nach 90% bringen Ihnen vielleicht einige Stimmen. Sie stellen aber das System infrage. Auf diese Entwicklung gilt der dringliche Antrag der SPD leider ebenfalls nicht ein. Wie das im Einzelfall ausgestattet sein muss, kann in der Höhe und in der Länge wird vielmehr bestimmt von dem Ausgang, vom Ende der Maßnahme als von den auslösenden Faktoren der Krise. Dies gilt umso mehr, wenn das Kurzarbeitergeld für 24 Monate garantiert und ausgezahlt werden soll. Bei dem Konzept des Kurzarbeitergeldes ist das Wort kurz in zweierlei Hinsicht sehr wesentlich. Einerseits steht es für die Verkürzung der Arbeitszeit, andererseits soll zeitlich begrenzt eine Situation überbrückt werden, in welcher einem unter den Bedingungen des zukünftigen Marktes erfolgreich produzierenden Unternehmens
der Verlust des notwendigen Humankapitals für das Wiederhochfahren der Produktion drohen würde. Das Beispiel der deutschen Automobilindustrie ist da sehr hilfreich. Wenn die Krise dieser für Deutschland schicksalhaften Industrie lediglich ausgelöst worden wäre durch die nationalen und internationalen Kaufkraftverluste infolge der Maßnahmen der Corona-Pandemie, dann wäre sehr wenig dagegen zu sagen, mit dem Mittel Kurzarbeit die Strukturen aufrechtzuerhalten, die Arbeitsplätze zu sichern, auch über 24 Monate, wenn es denn sein muss. Die Industrie vor und nach der Krise wäre dann sehr ähnlich bis identisch. Wenn aber die Krise dieser wichtigen Industrie ausgelöst wurde durch einschneidende, fundamentale politische Entscheidungen, die die technologischen Grundlagen ganz neu festlegen, dann hat die Industrie nach der Krise wenig gemeinsam mit der Industrie und ihren Anforderungen vor der Krise. Beispiel: Der Konzern Volkswagen wird im Jahr 2022 ganz anders aufgestellt sein als der Konzern Volkswagen im Jahr 2020. Im ersten Fall kann also eine Verlagerung der Kurzarbeit über die 12 Monate hinaus durchaus vertretbar sein. Im zweiten Fall könnte die Verlängerung der Kurzarbeit verheerend auswirken auf die Möglichkeiten, die Menschen durch Fortbildung, Umschulung für die neuen Bedingungen zu qualifizieren. Mit Interesse habe ich die entsprechenden Stellungnahmen deutscher Gewerkschaften wahrgenommen, welche bei einer Verlängerung der Kurzarbeit über 12 Monate hinaus genau diese Maßnahmen der Fortbildung und Umschulung gefordert haben. Allein das Beispiel der Automobilindustrie zeigt, dass man die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Kurzarbeit, ihre finanzielle Ausgestattung und ihre Dauer sehr differenziert führen muss. Biertischparolen sind da wenig hilfreich. Wir sollten bei allen Überlegungen davon ausgehen, dass die von Kurzarbeit betroffenen Menschen sich nichts sehnlicher wünschen, als wieder unter normalen Bedingungen arbeiten zu können. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Felix Martin, Bündnis 90 Die Grünen. Felix. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wo kommen wir her, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Erstens, wo kommen wir her? In den Jahren 2001 bis 2010 hatten wir in Hessen Arbeitslosenquoten von 6,4 bis 9,7%. Seit 2013 sinken die Arbeitslosenzahlen im Jahresschnitt kontinuierlich ab, bis zuletzt auf 4,4% im Jahr 2019. Wir kommen außerdem aus Zeiten, in denen die Wirtschaftskraft stetig gestiegen ist. Das hessische Bruttoinlandsprodukt 2019 ist im Vergleich zu 2013 rund 51 Milliarden Euro höher. Das ist ein gemeinsamer Erfolg von engagierten Beschäftigten, von starken hessischen Unternehmen und einer vorausschauenden Landespolitik, die sie dabei unterstützt. Zweitens, wo stehen wir? Wo stehen wir? Die Corona-Krise, schön, dass ich Sie so erfreuen kann. Die Corona-Krise trifft die hessische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt hart. Zahlreiche Menschen befinden sich in Kurzarbeit, sorgen sich um die Zukunft ihres Betriebes und damit auch um ihre eigene Zukunft. Es ist eine für uns alle ungewisse Zeit. Eine Zeit, in der wir uns nach Sicherheit sehnen, eine Sicherheit, die seriös, aber aktuell niemand garantieren kann. Im August diesen Jahres waren 6% der Menschen in Hessen arbeitslos. Das sind 1,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat. Im September ist die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit Beginn der Corona-Krise gesunken auf 5,8% in Hessen. Unter den 16 Ländern steht Hessen damit auf einem guten 4. Platz. Besser sind nur noch Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Vor diesem Hintergrund wage ich folgende Aussage. In Anbetracht dessen, dass wir uns an einer der größten Mensch, Frau Kollegin Faeser, liebe SPD, hören Sie mir doch auch zu, es ist doch Ihre aktuelle Stunde, ich reagiere doch gerne. Und ich war selten so nah bei Ihnen wie heute, das kommt gleich noch, keine Angst. In Anbetracht dessen, dass wir uns in einer der größten Krisen der vergangenen Jahrzehnte befinden, entwickelt sich der Anstieg der Arbeitslosenzahlen relativ moderat.
Die Auswirkungen der Pandemie auf die hessische Wirtschaft sind längst nicht so gravierend, wie einige das befürchtet haben. Und das ist kein Zufall. Das ist vielmehr Resultat einer bedachten und vorausschauenden Arbeitspolitik, auch, aber nicht nur in Hessen. Die Kurzarbeit ist ein bewährtes Kriseninstrument, das entschieden dazu beigetragen hat, Massenentlassungen und Insolvenzen zu verhindern. Insofern gilt, natürlich hat das Instrument Kurzarbeit ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land geholfen. Natürlich ist es legitim, dass das manche anders sehen. Erlauben Sie mir aber folgende Anmerkung. Ich selbst habe meine Ausbildung in diesem Jahr abgeschlossen. Meine Mutter ist seit einigen Monaten in Kurzarbeit. Mein Vater hat sich mehr oder weniger mit dem Homeoffice abgefunden. Meine Schwester mag sich damit rumärgern, ob noch weitere Filialen ihres Arbeitgebers geschlossen werden. Ich behaupte in Anbetracht dessen, dass ich die Lebensrealität vieler Arbeitnehmerinnen deutlich besser beurteilen kann als ein Multimillionär, der sich selbst zur gehobenen Mittelschicht zählt. Drittens, wo wollen wir hin? Ein halbes Jahr nach Beginn der Corona-Krise ist klar, massive Veränderungen können auch eine Chance sein. Für die Zukunft muss unsere Wirtschaft krisenfester aufgestellt sein und sich frühzeitig auf absehbare Veränderungen einstellen. Die Digitalisierung, internationale Entwicklung und die Klimakrise erfordern drastische Veränderungen. Wir müssen also jetzt die Zeit nutzen und unser Wirtschaftssystem krisenfest und nachhaltig machen. Über 1,8 Milliarden Euro stellt Hessen für die nächsten Jahre bereit zum Erhalt der Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung des nachhaltigen Wachstums. Im Hessen-Kapitalfonds stehen 50 Millionen Euro bereit, 150 Millionen Euro als Darlehensprogramm, 11 Millionen Euro für den Schutzschirm für Auszubildende, zahlreiche Programme zur Unterstützung von ArbeitnehmerInnen, hessischen Unternehmen, Kulturschaffenden, Gaststätten, Jugendherbergen zur Belebung der Konjunktur und vieles, vieles mehr. Hessen handelt entschlossen und besonnen, und damit mildern wir alle gemeinsam die Folgen dieser Pandemie ganz enorm ab und helfen tausenden Arbeitnehmerinnen in diesem Land. Meine Damen und Herren, Hessen ist ein starkes Land mit einer starken Wirtschaft, mit engagierten ArbeitnehmerInnen, mit innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen, und wir alle sind bemüht, diese Stärke auch zu erhalten. Lassen Sie uns diesen Weg also entschlossen weitergehen. Lassen Sie uns mithelfen, die hessische Wirtschaft und unseren Arbeitsmarkt ökologischer, nachhaltiger und krisenfester zu machen, damit Hessen gestärkt aus dieser Pandemie hervorgeht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Janine, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD hat diese Aktuelle Stunde beantragt mit dem Titel „Kurzarbeit hilft vielen hessischen Beschäftigten und bedeutet nicht, wie Friedrich Merz behauptet, sich daran zu gewöhnen, ohne Arbeit leben zu können.“ Und es liegt mir ja fern, die Wahl zum Parteivorsitzenden der CDU mich da einzumischen. Aber unzweifelhaft ist Friedrich Merz die richtige Wahl, wenn man als Partei einen sozialchauvinistischen Neoliberalen als Vorsitzenden haben will, politisch rückwärtsgewandt und antiquiert. Das zeigen seine jüngsten Äußerungen zur Homosexualität, aber auch seine Äußerungen zur Kurzarbeit. Wer gut lebt von Sitzungsgeldern aus Aufsichtsräten, wer über ein Millionenvermögen verfügt und dann Ratschläge an vermeintlich arbeitsscheue Kurzarbeiter oder Lehrkräfte gibt, der hat von den wirklichen Sorgen der Menschen in diesem Land keine Ahnung. Wenn Merz zur Kurzarbeit nur einfällt, davor zu warnen, dass man sich nicht an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen dürfe, dann ist das eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit gegenüber den Eltern, die monatelang Kinderbetreuung und Berufstätigkeit unter einen Hut bringen mussten, die morgens um 5 aufgestanden sind und spätabends ins Bett gegangen sind, damit sie Haushalt und Homeoffice erledigen können, während die Kinder schlafen. Viele haben deutlich mehr gearbeitet als sonst, und besonders stark betroffen davon waren Frauen, meine Damen und Herren. Und denen so etwas zu sagen, ist eine Frechheit.
Und es ist auch eine Frechheit gegenüber Menschen, die unverschuldet erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, die nicht wissen, wie sie ihre Miete und ihre Rechnung bezahlen sollen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben. Was denken denn entlassene Minijobber in der Gastronomie, die Beschäftigten bei Conti oder in der Veranstaltungsbranche, wenn Merz sagt, man müsse endlich zurück an die Arbeit, was diese Beschäftigten herzlich gerne tun würden, und sie dürften sich nicht ans Nichtstun gewöhnen? Das ist zynisch, meine Damen und Herren, und deshalb ist es richtig, das auch hier zum Thema zu machen. Und wenn Merz andeutet, dass Lehrer sich vor der Arbeit drücken würden, dann ist das ein Hohn gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, aber auch gegenüber Erzieherinnen und Erziehern, die sich und ihre Familien einem gesundheitlichen Risiko aussetzen müssen, um das Bildungssystem am Laufen zu lassen. So viel zu Herrn Merz. Die CDU hat es ja im Dezember in der Hand, ob Herr Merz wieder in der verdienten öffentlichen Versenkung verschwindet und uns solche Äußerungen in Zukunft erspart bleiben. Reden wir jetzt über die wirklichen Sorgen der Menschen. Und im August waren in Hessen immer noch 375.000 Menschen in Kurzarbeit, fast jeder sechste Arbeitnehmer. Und das bedeutet ganz enorme Einkommensverluste, gerade für die, die vorher schon wenig verdient haben. Das Positive ist, ja, diese Menschen haben ihren Arbeitsplatz noch. Und das Loblied, das die SPD jetzt gerade auf die Kurzarbeit gesungen hat, ist insofern natürlich richtig, dass die Kurzarbeit ein wichtiges und ein notwendiges Instrument ist und dass es natürlich richtig war, dass es verlängert wurde. Trotzdem will ich aber noch einmal auf ein paar Probleme und ein paar Knackpunkte hinweisen. Es ist ein großes Versäumnis, dass das Kurzarbeitergeld nicht an Weiterbeschäftigungsgarantien gekoppelt wurde. Und Continental ist doch gerade ein Paradebeispiel dafür, dass erst Kurzarbeitergelder und Liquiditätshilfen kassiert werden, dann Dividendenausschüttungen an Aktionäre gemacht werden und jetzt ein massiver Stellenabbau samt Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland verfolgt. Gestern hat der Aufsichtsrat die Schließung der Werke in Kaben und in Aachen beschlossen. Und unsere Solidarität gilt den Beschäftigten bei Conti, aber auch den Beschäftigten bei allen anderen Unternehmen, die gerade um ihre Arbeitsplätze kämpfen, bei ABB, bei der Fraport, bei Lufthansa, bei Karstadt und bei allen anderen Unternehmen, wo gerade Massenentlassungen anstehen. Es muss in Zukunft ausgeschlossen sein, dass Beschäftigte mit Lohneinbußen in Kurzarbeit geschickt werden, die Unternehmen aber weiterhin Boni und Dividenden auszahlen. Und Betriebe mit Beschäftigten Kurzarbeitergeld beziehen, die müssen doch verpflichtet werden, zumindest erst einmal im Anschluss auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Es ist ungerecht, dass Unternehmen bei Kurzarbeit 100% der Sozialbeiträge erstattet werden, aber die Beschäftigten erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Und da ist natürlich das Kurzarbeitergeld deutlich niedriger als das Gehalt, nämlich eben nur 60 bzw. 67% davon. Und gerade Menschen mit niedrigen Einkommen, Teilzeitbeschäftigte, kommen so kaum über die Runden. Und auch das trifft wieder ganz besonders Frauen. Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede werden so noch verschärft, meine Damen und Herren. Und wer vorher schon einen Niedriglohn hatte, der kommt jetzt überhaupt nicht mehr über die Runden. Deshalb muss das Kurzarbeitergeld dringend erhöht werden. Und natürlich wurde auch anfangs viel Potenzial verschenkt, weil die Kurzarbeit nicht konsequent zur Weiterbildung genutzt wurde. Das wurde jetzt geändert durch die Bundesregierung. Das war auch eine Forderung der LINKEN, und das halten wir für richtig. Um zum Schluss zu kommen, das Kurzarbeitergeld hat also viele Jobs gerettet, vor allem in größeren Betrieben. Haben nicht alle Menschen davon profitiert. Wir haben häufig über die Solo-Selbstständigen geredet. Aber eines hat das Kurzarbeitergeld ganz sicher nicht: die Menschen faul gemacht. Und deshalb Ihnen Menschen vorzuwerfen, sie würden sich ans Nichtstun gewöhnen, ist faktisch grundfalsch und es ist menschlich unanständig. Und ich denke, in dieser Krise brauchen wir vor allem eins: Solidarität. Was wir nicht brauchen, ist Friedrich Merz. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Was bin ich so glücklich, in einer Partei zu sein, von der man sich von einem Mitglied einer trotzkistischen Basisvereinbarung nicht sagen lassen muss, wen man wählen darf und kann, sondern das machen wir demokratisch, wie gewöhnt und wie wir das in Erfahrung haben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kurzarbeit ist eine gute Sache. Kurzarbeit hilft
den Menschen in Krisen an ihr Unternehmen gebunden zu bleiben. Kurzarbeit hilft den Unternehmerinnen und Unternehmern, auch in der Krise nicht aufgeben zu müssen. Und Kurzarbeit sichert langfristig Beschäftigung. Kurzarbeit, verehrter Kollege Decker, ist ja leider keine Erfindung der deutschen Sozialdemokratie. Die Minister, die Verantwortung trugen, als Kurzarbeit in Deutschland reüssierte, hießen Storch, Blank und legendär Hans Katzer. Die haben in der Nachkriegszeit das Sozialsystem in Deutschland ganz bewusst austarierend gebildet und ganz bewusst so gebildet, dass sowohl Arbeitnehmer geschützt sein sollten, aber auch Unternehmer die Chance haben mussten und sollten, weiter tätig zu sein. Und es gibt zwei Seiten einer Medaille. Kurzarbeit ist die eine wichtige Seite der Medaille. Die andere Seite ist das, was wir in Hessen, aber auch in der Bundesrepublik getan haben, nämlich Unternehmen unmittelbar zu stützen. Über die erfolgreiche Situation der Maßnahmen können wir immer streiten, aber es sind zwei Seiten einer Medaille. Denn wenn der Unternehmer aufgibt, nützt uns auch die Kurzarbeit nicht, denn dann ist der Arbeitsplatz weg. Und wir müssen um die Arbeitsplätze in diesem Land kämpfen. Wir müssen darum kämpfen, dass es möglich ist, dass Unternehmer erfolgreich, das heißt auch eben mit Verdienstaussicht, genauso am Markt existieren wie Arbeitnehmer, gerechte Arbeitsverhältnisse vorfinden. Unserem Wirtschaftsminister in Hessen müssen wir das nicht sagen, das lebt er ausgesprochen erfolgreich, wie wir an den Umfragen der hessischen Unternehmerinnen und Unternehmer ganz deutlich ableiten können. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Aktuelle Stunde ist ja schon allein deshalb interessant, weil Sie stellen den Antrag, die Kurzarbeit zu definieren, und dann, weil Friedrich Merz etwas behauptet habe, dann schieben Sie einen Antrag hinterher, weil Sie zwischenzeitlich wohl das Interview sich angeschaut haben und definieren es etwas genauer. Und verehrter Kollege Decker, schätze Sie ja sehr, aber dann machen Sie auch noch ganz bewusst Auslassungen im Zitat, die nahelegen sollen, dass Herr Merz genau das sagt, was Sie ihr insinuieren, was eben nicht der Fall ist. Sondern wir müssen eines feststellen, mit der Ausdehnung der Kurzarbeit, die ich persönlich und ich glaube meine Fraktion richtig finde, deshalb haben wir ja auch zugestimmt, mit der Ausdehnung der Kurzarbeit geht aber tatsächlich ein wirtschaftspolitisches Problem einher, nämlich die Situation, dass möglicherweise Unternehmen, die eigentlich am Markt nicht mehr die Chance haben zu bleiben, die Arbeitskräfte binden und andere Unternehmen, die in dieser Zeit Arbeitskräfte dringend suchen, und das gibt es Gott sei Dank, jedenfalls bei mir im Wahlkreis ist das durchaus eine Realität, nicht genügend Arbeitnehmer bekommen, weil durch Kurzarbeitergeldbeziehungen die Bindung ans andere Unternehmen eben vorhanden ist. Das habe ich nicht gesagt, Kollege. Ich habe gesagt, wenn man sucht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Gucken Sie, sprechen Sie es mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden ab. Der hat genickt. Sie schütteln den Kopf. Vielleicht werden Sie sich erst einmal einig. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, entscheidend bei der Betrachtung der Kurzarbeit ist, dass wir uns alle bewusst machen müssen, dass die Kurzarbeit nicht das erste Mittel der Wahl ist, sondern die Arbeit das erste Mittel der Wahl ist. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, Frau Kollegin Faeser. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland auch in Hessen ordentlich in Fahrt kommt, in Fahrt bleibt, innovativ in die Zukunft geht. Das ist die beste Arbeitnehmerpolitik, die man haben kann. Und deshalb sagen wir, ja, Kurzarbeit schützt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, hilft den Unternehmern und ist gut für unser Land, genauso gut wie die Unterstützung der Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Krise. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab, weil er ziemlich politisch deutlich ist und fadenscheinig ist. Wir könnten im Übrigen ja dann auch anfangen, alle Woche einen Antrag zu interessanten wirtschaftspolitischen Vorstellungen Ihrer Vorsitzenden Borjans und Esken machen. Dann hätten wir eine lustige Debatte, weil deren Wirtschaftspolitik endet in einer Deindustrialisierung Deutschlands. Und das ist ja für die Arbeitnehmer wohl der allerbeste Weg. In diesem Sinne, danke schön.
Danke sehr, Herr Müller. Für die FDP hat sich Herr Naas zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das Kurzarbeitergeld ist eine gute Sache. Es hat eine lange Tradition. Und nein, Herr Merz, man gewöhnt sich nicht an 60% des Lohns und auch nicht an 70% oder 80%. Das ist weltfremd. Und es hat allerdings eine richtige Aussage, nämlich man darf sich an das Kurzarbeitergeld nicht gewöhnen. Denn es ist, wie der Name schon sagt, Kurzarbeitergeld. Interessanter als die Aussage, die die SPD hier zitiert, ist die weitere Aussage vom März auf die Frage, hätte die Koalition auch das Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 verlängert, wenn im kommenden Jahr keine Bundestagswahl gewesen wäre. Denn so geht das Interview ja weiter. Und da sagt Merz, wahrscheinlich hätte man es dann nur quartalsweise fortgeschrieben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine interessante Aussage. Das ist nämlich eine interessante Aussage, denn das Kurzarbeitergeld, und ich sagte es, soll ja gerade keine Dauereinrichtung werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wird bestenfalls Konjunkturpolitik betrieben mit Blick auf die Bundestagswahl. Aber wir brauchen keine Kulturpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen eine Wachstumspolitik in Hessen und Deutschland. Hessen war nämlich immer dann erfolgreich, wenn sich die Politik zurückgehalten hat. Was ist denn die Stärke unserer Gesellschaft? Die Kreativität und der Einfallsreichtum jedes Einzelnen und das Streben der Menschen nach Erfolg und Glück, Frau Wissler. Es ist nämlich die Kraft der vielen, der Wettbewerb der besten Ideen. Das macht unsere Stärke aus und nicht eine politische Mehrheitsidee, das Einheitskonzept eines Staates. Und die Entwicklung von neuen Medikamenten ist auch nicht aus dem Wirtschaftsministerium zu erwarten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist es falsch, wenn die Landesregierung unsere Wirtschaft mit immer mehr staatlichem Einfluss überzieht. Und das tut sie. Und genau deswegen haben die Freien Demokraten hier im Hessischen Landtag eine Reform des hessischen Vergabegesetzes initiiert. Raus mit den vergabefremden Kriterien. Abbau von Bürokratie. Wir brauchen eine umgekehrte Wirtschaftspolitik hin zu mehr Freiräumen, zu Flexibilität und zu mehr Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war nämlich die soziale Marktwirtschaft, die uns erfolgreicher gemacht hat als die meisten Volkswirtschaften dieser Welt. Die Probleme dieser Tage sind zu groß, um ausgerechnet jetzt auf die Effizienz unserer Marktwirtschaft zu verzichten, meine Damen und Herren. Nehmen Sie einmal den Klimaschutz und die Energiepolitik. Ihre subventionsgetriebenen Windräder steuern weniger als 2% des Energieverbrauchs in Hessen bei. Gebracht haben sie bisher nichts. Seit Eintritt der Grünen in die Landesregierung hat sich der CO2-Ausstoß um über 1 Million Tonnen erhöht. Ein marktwirtschaftlicher Zertifikatehandel mit sinkender Obergrenze überlässt es dem Einzelnen zu entscheiden, wo er CO2 einsparen kann und zu welchem Preis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik der Technologieoffenheit und des Wettbewerbs und nicht der politischen Steuerung. Der Staat darf eben nicht einzelne Techniken oder einzelne Energieträger, Frau Wissler, oder ganze Antriebe bevorzugen. Überlassen wir das doch den Daniel und Daniela Düsentriebs in den Hochschulen und den Unternehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Förderung der E-Mobilität von Minister Al-Wazir ist eine der wenigen Bundesratsinitiativen, die mir in Erinnerung geblieben ist. Aber selbst der Parteikollege Kretschmer hat im Rahmen der Corona-Hilfspakete erkannt, dass der Staat keine einzelne Antriebsform bevorteilen sollte. Es ist nämlich verlogen, den Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie hinterherzutrauern, wenn man vorher jahrelang die Batterie abgefeiert hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Bemerkung im Wirtschaftsausschuss, Opel sei ja selbst schuld, wenn man keine Elektroautos jetzt liefern könne, anders als die Franzosen, das ist zynisch, Herr Minister.
Eine Schlüsselindustrie Deutschlands, und dazu zählt auch die des Verbrennungsmotors, wird durch politische Angriffe vor die Wand gefahren. Aber Hessens Wirtschaftsminister liebt nun einmal die Batterie und erklärt uns die Welt. Und Briefe an Continental, die SPD hat es angesprochen, bringen da dann auch nichts mehr, Herr Minister. Herr Naas, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Ende. Immer schön die Hände in den Teig, in der Wirtschaft kneten, Fahrräder und Lastenfahrräder belohnen, Subventionen nach oben. Meine Damen und Herren, wir vertrauen auf die Kraft des Wettbewerbs. In der Krise ist das Kurzarbeitergeld zeitweise eine gute Sache. Eine Dauereinrichtung darf es nicht werden. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank, Herr Naas. Möchte die Landesregierung das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende dieser Aktuellen Stunde angelangt. Was machen wir mit dem Dringlichen Antrag der SPD? Dann stimmen wir den heute Abend ab.